Herzlich willkommen zum zweiten Video über das arithmetische Mittel. Dieses Video ist als ein Einschub zu sehen, da man den Inhalt dieses Videos nicht direkt am Arbeitsblatt finden wird. Dennoch werden wir uns in diesem Video etwas ganz Wichtiges ansehen, nämlich die Veranschaulichung des arithmetischen Mittels. Wie kann ich das arithmetische Mittel schön visualisieren? Und dazu ein eigenes Beispiel. Vor dir liegen fünf Türme, die aus gleich großen Holzwürfeln gestapelt sind. Wir wollen aus diesen fünf Türmen, also aus diesen Holzwürfeln, fünf gleich große Türme bauen. Das heißt, ich habe vor mir fünf unterschiedlich große Türme liegen und soll nun fünf gleich große Türme bauen, durch geschicktes Umverteilen dieser Holzwürfel. Gut, wie können wir diese Höhe, diese durchschnittliche Höhe ermitteln? Ich habe dir zu jedem Turm dazu geschrieben, aus wie vielen Holzwürfeln er besteht. Der erste Turm besteht aus 7, der zweite Turm aus 3, der dritte Turm aus 2, der vierte Turm aus 4 und der fünfte Turm aus 9 Holzwürfeln. Und deine Aufgabe besteht jetzt darin, zu ermitteln, wie groß müsste jeder Turm sein, wenn alle fünf Türme gleich groß sein sollen. Das heißt, wir dürfen keine Holzwürfel entfernen und auch keine hinzufügen, sondern wir müssen einfach nur geschickt unter den Holzwürfeln umverteilen. Versuche diese Aufgabe selbstständig zu lösen. Gut, wenn du dieses Beispiel gelöst hast, dann sollte dir die Formel des arithmetischen Mittels gleich eingefallen sein. Man addiert nämlich einfach die Höhe aller Türme zusammen und dividiert durch ihre Anzahl. Und wenn ich alle Türme zusammen addiere, erhalte ich 25 dividiert durch ihre Anzahl, nämlich 5. Und das ergibt dann 5. Das heißt, wenn ich aus diesen unterschiedlichen Türmen gleich große Türme bauen möchte, dann müssen die alle die Höhe 5 haben. Und ich habe das hier einmal eingezeichnet. Das sieht dann so aus. Diese 5 Holzwürfel sind ein durchschnittlicher Wert. Das heißt, es wird Türme geben, die größer sind als 5 und es wird auch welche geben, die kleiner sind. Und ich werde von den großen Türmen Holzwürfel entfernen müssen, um die kleinen auf diese Höhe zu bringen. Um diese Umverteilung zu visualisieren, habe ich mir diese Türme aus der Frontalsicht angesehen und habe hier auch das arithmetische Mittel eingezeichnet. Was wir hier jetzt machen können, wir können jetzt diese großen Türme, also den Rest der großen Türme, geschickt auf die kleineren Türme verteilen. Und wir sehen, dass ich von Turm 1 2 Holzwürfel auf den Turm 2 legen kann und von Turm 5 kann ich 3 Holzwürfel auf den Turm 3 legen und den übrig gebliebenen Holzwürfel auf Turm 4 und erhalte so ganz schön 5 gleich große Holztürme. Wichtig, ich habe bei diesen Umverteilen kein Holzwürfel entfernt, noch habe ich einen dazugegeben. Ich habe an der Gesamtzahl der Holzwürfel nichts verändert. Und das ist ganz wichtig. Also wenn ich alle unregelmäßigen Türme zusammengelegt hätte, dann wären die genauso hoch, wie wenn ich diese fünf Türme zusammenlegen würde. Das heißt, die Gesamtzahl der Würfel hat sich nicht geändert. Ich habe sie nur umverteilt. Und das wird durch diese Formel ersichtlich. 5 mal x quer, also x quer ist die Höhe meines durchschnittlichen Turmes, ist dasselbe wie die unregelmäßigen Türme zusammengezählt. Also im Endeffekt bedeutet das einfach, ich habe an der Gesamtzahl der Holzwürfel nichts verändert. Und wenn ich jetzt diese Gleichung auf beiden Seiten durch 5 dividiere, erhalte ich das, wie gewohnt, das arithmetische Mittel.
Dieses Beispiel ist sehr wichtig und sehr anschaulich und ich werde in den weiteren Videos immer wieder Bezug darauf nehmen. Also ist es besonders wichtig, dass du dieses Beispiel tiefgehend verstehst.